Hallihallo, ja, servus, schön, dass ihr einschaltet zu dem Spiel Limbo. Und zwar ist das ein sehr gruseliges Spiel. Und wir machen auch gleich weiter. Ich bin schon gespannt, was uns erwartet. So, und jetzt? Ah, ich könnte die Kiste schieben. Au. Ruck. Dachte ich zumindest. Vielleicht ziehen? Vielleicht kommt der ja sogar dran. Nee, er kommt da nicht hin. Ah, da unten ist ein Hebel. Den Wascher, Gluck, Gluck, stand aus. Da ist er ersoffen. Jetzt schwebt die Kiste so leicht. Vielleicht können sie dadurch jetzt ein bisschen bewegen. Ohne dass wieder in dem Wasser ersaufen. Geht das? Oh. Reicht nicht. Und die Kiste konnten wir auch nicht bewegen. Okay, dann. So ist doch so. Nochmal. Das schafft er ja. Ui! Ah, er schafft es auch so. Na gut. Was passiert jetzt? Cool, dass der Wasserstand dadurch erhöht wird. Voll realistisch und so. Aha. Wenn ich jetzt versuche, von der Kiste aus da hochzuspringen, das wird nicht klappen. Jetzt zurück. Den Hebel unten wieder ziehen. Das könnte vielleicht funktionieren. Hep. Hep. Jetzt wieder das da raus. Aber der Wasserstand ist immer noch ein bisschen zu hoch, denke ich. Oder? Ja, definitiv zu hoch. Na, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Was müssen wir machen? Ich springe jetzt einfach mal rein. Es ist definitiv zu tief. Also das müssen wir auf jeden Fall. Denn ohne das kommen wir erst gar nicht da oben hin. Vielleicht machen wir jetzt mal zu. Ja, so könnte es funktionieren. Jetzt drückt die Kiste, also die große Kiste, das Wasser genug nach oben. Also das Wasser wird genug verdrängt, so sehr, dass die Kiste hoch genug schwimmt und wir eigentlich, genau, da dran kommen. Schön. Aha. Oh, da liegen wieder diese hässlichen Maden. Jetzt passiert nichts. Oh, Sonnenlicht. Oh, da. Oh je. Es wird passieren. Oh oh. Stopp!
Oh. Verdammt. So geht's also nicht. Ich will zurück. Doch mit viel Schmackes da drüber springen. Das hat nicht gereicht. Aber schauen wir mal, vielleicht stoppt der ja rechtzeitig. Nein. Aber das könnte funktionieren, wenn wir schnell genug auf die andere Seite der Kiste springen können. Probieren wir es nochmal. Verdammt! Nein! Der schwingt ja so ein bisschen. Vielleicht, wenn ich im richtigen Moment. Ja, genau. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ha! Jetzt müssen wir nur warten, bis das Würmchen der Meinung ist, in die andere Richtung zu wollen. Tut aber nicht, okay. Dann. Achso. Der kann die Kiste gar nicht da drüben schieben. Nein! Achso, ich muss dann wieder da oben hinspringen, würde ich sagen. Okay. Schnell die Kiste holen. Genau. Da können wir wieder da hochspringen. Jetzt hier drauf. Hep. Und im Sonnenlicht. Aha, okay. So, und jetzt? Da drüben sind Stacheln, das gefällt mir gar nicht. Nach unten ist vielleicht auch nicht so optimal. Also das schafft er auf jeden Fall nicht. Das probieren wir jetzt gar nicht. Vielleicht doch hier hin. Oh. Oh je. Oh, jetzt steigt auch noch das Wasser. Jetzt wieder zurück oder was? Oh mein Gott. Boah. Das war knapp. Ich würde jetzt sagen, dass das Rohr da rechts, was wir kaputt gemacht haben, gleich so ein bisschen links rüberkommen wird. Und wir da dann drauf hüpfen können. Ich muss schnell wieder rüber. Weil der läuft ja jetzt nur nach links. Das schaffen die nicht. Schwimm! Er versucht's nicht mal. Weil sonst läuft er ja links. Eieiei. Da warten wir gemütlich. Ich habe mich schon gewundert, das dauert aber lang. Da hat man ja viel Zeit, das kann ja nicht sein. Ja, wir müssen jetzt komplett rüber. Schneller! Schneller! So, mal wieder zurück. Geschafft. So. Das muss jetzt eigentlich klappen. Hoffe ich zumindest. Na, da kommt das Rohr. Das dicke Rohr kommt. Blob. Oh. Ups.
hätte vielleicht noch ein bisschen auf der Leiter bleiben sollen. Ah, herrlich. Tick, 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 tick. Und ey! Und tick, 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 tick. Und ey! Ui! Da! Und zurück! Los, los, los! Zack, 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 zack! Ja! Und! Juhu! Ich fühle mich wie ein Affe. Warten. Oh, da oben rechts sehe ich schon diese Fressdinger. Da sind wir dann wieder wir selbst. Kommt unser Rohr? Ja, da kommt es. Da kommt unser Rohr. Diesmal nicht zu früh hüpfen. Mahlzeit. Ah. Schön. Puh. Oh, der Wasserstand steigt ja weiter. Eieieiei. Ah, wir sind wieder oben. Oh. Oh, wir leben noch. Ah. Mal gucken, ob man hier links kann. Da kann man bestimmt lang und irgendwas finden. Schon. Probieren wir es noch einmal. Ich geht's auch nicht. Ja, ich glaube, der schafft es da nicht drüber. Da gibt's nichts zu holen. Okay. Dann jetzt nach rechts. Was passiert jetzt? Hä? Kann man das schaffen? Wir probieren es einfach. Wahnsinn. Was ein Sprung. Haben wir es geschafft? Was ist jetzt schon wieder? Hier, da ist ein Haus. Oh! Ups. Matsch. Spring! Manometer. Das ist ein Held. So, jetzt sind wir wieder hier rechtzeitig abspringen. Diesmal fallen wir nicht wie ein Ahnungsloser in den Graben. Ja. Aha. Und jetzt? Und das Rohr, oder was? Tatsächlich. Es geht kaputt. Was ist das jetzt? Da kriege ich bestimmt einen Stromschlag. Wenn ich da dran gehe. Aufpassen. Schnell, geh mal durch. Ich habe irgendwie die Befürchtung, hier ist der Boden sehr nass. Oh Gott. Ah. Tot. Und dann vielleicht doch da oben, ne? Oh. Ich rieche verbrutzelt. Okay, und... Oh, das war ein Ticken zu früh. Jetzt. Schnell! Ah! Wie soll man das schaffen? Jetzt! Nein! Oh, ich spiele mit ihm. Jetzt! Juhu. Spring! Oh, es hat nicht gereicht. Ah. Jetzt! Ja! Ah. Oh, ja, 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 ja. Und jetzt? Das Ding steht doch dauerhaft auf Strom. Ach, da unten ist ein Schalter. Ja!
den Schalter kommen wir ja noch gar nicht. Okay. Achtung. Jetzt. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Da kriegen wir einen Stromschlag. Das geht nicht. Aber da unten hängt jetzt eine Liane. Ja, genau. So. Strom aus. Aus die Maus. Ja, ja. Wieder ein Rätsel gemeistert. Hoffentlich macht jetzt keiner aus Versehen den Strom an. Oder absichtlich, das wäre noch schlimmer. Ja, das L dreht sich ja. Oh mein Gott. Mami. Bruchbude hier im Spiel hier. Gibt's ja nicht. Und jetzt? Oh, das klingt gar nicht gut. Schade, man kann es nicht kaputt machen, würde ich jetzt gern sehen. Aha. Und jetzt? Eine fahrbare Leiter haben wir jetzt gefunden. Schieben wir einfach mal hier so. Und jetzt? Ah! Keine Ahnung. Nicht gereicht. Schau. Das Ding bewegt sich so viel. Das reicht nicht. Du musst hier irgendwie stehen bleiben, Kumpel. Du bleib nicht stehen. Dann würde ich sagen, dass wir hier so hin müssen. Oh! So müsste es auf jeden Fall funktionieren. Nee, zu früh oder sowas. Jetzt! Stille. Aber, jetzt wissen wir, wie es geht. So geht's nicht, oder? Wenn ich nochmal hier so... Nee, das reicht nicht. Jetzt wissen wir, wie es geht. Warte auf mich! Puh. Ah. Wir sind im Bar, glaube ich jedenfalls. Nein! Und jetzt? Ups.
Wie so eine Katze. Ich war's nicht. Und jetzt? Ach so. Nee, hier können wir nichts machen. Laufen wir mal in die andere Richtung. Das da sieht ja aus wie so ein Schlauch, vielleicht. Wieder diese Maden. Hä? Und jetzt? Ah, okay. Jetzt läuft er wieder in die andere Richtung. Gut, dass wir es schon vorher umgeworfen haben. Tap, tap, tap. Wie so ein Zombie. Tap, 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 tap. Schau mal, was da drüben jetzt eigentlich überhaupt ist. Ui, es wird dunkel. Es wird dunkel. Der hüpft wie so ein Gestörter. Oh, Abgrund. Was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Wir laufen einfach immer mal weiter. Hier hüpfe ich jetzt mal gezielt drüber. Wäre ich nicht drüber gehüpft. Ah, herrlich. Also, wir springen gezielt drauf. Oh oh. Oh oh! Mami! Leck mich fett! Mahlzeit! Ey! Ihr müsst mich essen! Nein! Wieso haben die das nicht gegessen? Okay, nochmal. Waren wir irgendwie zu schnell? Ah, ich muss bestimmt hüpfen, weil die so weit oben sind. Oh oh. Ich bin einmal zu schnell gehüpft. Scheiße! Fuck! Und? Da rollt der Kopf. Lecker. Fuck! Ja, ich war ein Tick zu spät dran. Ah, hammerhart. So langsam ist auch scheiße. Na komm schon, Kiste! Yeah, yeah, yeah. Fuck! So. Jetzt aber hier. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Boah. Ist das hart. Ist das hart, aber geil. So, wir warten, bis das Mistding da wieder zurück ist. Oh Mann. Ich hab Angst. Fuck. Geschafft. Mein Hund ist schon ganz verwirrt. Ah, wir müssen hier das Ding ein bisschen senken. Irgendwie.
Nee, das reicht nicht. Stopp, 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 stopp. Vielleicht nochmal so zurückwippen. Ah. Boah, ja, ja, ja. Vielleicht noch einmal. Ja, und jetzt nochmal drüben. Ja, 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 lauf! Lauf! Scheiße. Ah, herrlich. Und wieder hoch. Los. Machen wir einfach nochmal. Komm schon. Oh. Ah. Das müssen wir hier wahrscheinlich so machen. Yes, baby. Ah, ist das geil. So, jetzt sind wir wieder hier. Aha. Bisschen Aufzug fahren. Und jetzt? Ah, wir können das bestimmt. Nee, können wir nicht. Ja, danke. Das war ja gemein. Aber ich hatte Glück. So, was haben wir jetzt hier? Irgendein Schalter. Wir drücken ihn einfach mal. Ah, da kommt eine Schnur. Oder irgendwie sowas zumindest in der Art. Ja, toll. Wie soll ich da bitte drankommen? Hm? Wie? Habe ich das Gefühl, dass ich hiermit irgendwas machen muss. Irgendwas wird man damit machen müssen. Aber was? Ah. Ja. Ah, scheiße, das war zu langsam. Aber vielleicht ja muss ich es rechtzeitig rüberziehen, während es da runterfährt. Ja, genau so. Doch gehen bestimmt die Ketten kaputt. Nee. Und jetzt? Und jetzt? Ich muss es einklemmen. Keine Ahnung. Irgendwas wird man doch damit machen müssen. Das Stück, was da jetzt da hängt, ist genau das, was uns hier fehlt, um an, an das Seil dran zu kommen.
Probieren wir es nochmal. Kriegt es dann nicht hoch? Kiste. Toll. Ich will jetzt mal mit nach einer Kiste gucken. Das wird wahrscheinlich Rätsels Lösung sein. Die Kiste. Ja. Wieder mal typisch gesagt. Achso. Das ist ja gemein. So. So. Jetzt kannst du nicht mehr wegklappen. So. Und jetzt? Ich fürchte, ich muss den Knopf drücken und ganz schnell dahin. Ah, das brauche ich ewig. So. Yoshi. Ja, perfektes Timing für ein Break. Und da ist die Folge zu Ende. Ist mir ein bisschen weniger spannend als wie die letzten Folgen. Aber mehr Rätsel ist auch nicht schlecht. Ja, passt. Aber vielleicht kommen ja die nächsten gruseligen Momente bald. Also schaltet wieder ein zur nächsten Folge und macht's gut. Ciao, ciao.